Das Spiel ist schon ewig in meiner Sammlung. Ich habe es damals kurz mal angespielt und nicht sofort verstanden und dann wieder weggelegt. Ja, wie es nun mal so ist. Von dem Spiel hört man jedoch nur Gutes im Internet. Stimmt das? Lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Adventures of Lulu für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Hell Labs entwickelt und 1995 bei uns von Nintendo selbst veröffentlicht. Japan bekam es ein Jahr früher und Nordamerika ging seltsamerweise leer aus. Adventures of Lulu ist Teil der Eggerland bzw. Lulu Franchises, welches von allen Outing NES so einige Ableger hatte. Das Spiel ist ein sehr schöner Puzzler. Auf den ersten Blick mag man zwar meinen, dass es ein Action-Puzzler ist, aber der Schein trügt. Warum das so ist, erkläre ich später. Kommen wir erstmal zur Grundprämisse. Ihr spielt Lulu. Diesen steuert ihr aus der Vogelperspektive durch Levels, die jeweils immer nur ein Bildschirm komplett einnehmen. Eure Aufgabe klingt wie immer recht simpel, sammelt alle Herzen ein und dann öffnet sich die Schatzkiste bzw. der Ausgang, schreitet da durch und kommt ins nächste Level und so weiter. Ist natürlich alles nicht so einfach, da verschiedene Gegner mit diversen Fähigkeiten und Bewegungsmustern im Level auf euch warten und diese natürlich umgangen bzw. unschädlich gemacht werden müssen. Es gibt zum Beispiel Drachen, die Feuerbälle spucken, sobald ihr alle Herzen eingesammelt habt, oder relativ unscheinbare Würmer, die sich nicht bewegen, aber natürlich im Weg rumstehen oder besser gesagt liegen. Insgesamt gibt es 8 verschiedene Variationen, die natürlich auch gerne kombiniert werden. Hier möchte ich auch ganz kurz auf den Aspekt eingehen, warum es kein Action-Puzzler ist. Ihr könnt den Angriffen der Gegner nämlich nicht durch gutes Timing ausweichen. Betretet ihr ein Feld, auf dem der Gegner euch treffen würde, dann tut er das auch. Ihr könnt dem Feuerball oder ähnlichem nicht einfach ausweichen. In der Gegnervielfalt werdet ihr am Anfang übrigens durch ein charmantes Tutorial geführt. Okay, es gibt Gegner, die muss man doch auch unschädlich machen können, oder? Jein. Es gibt zwar keinen Angriff oder so, sondern nur Hilfsmittel. Ihr könnt zum Beispiel die Schlangen zeitweise in ein Ei einschließen und damit den Weg des Feuerballes eines anderen Gegners blockieren und so weiter. Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Habt ihr euch in einem Level übrigens mal verrannt, ist das auch gar kein Problem, da ihr jederzeit per Tastendrück alles resetten könnt. Außerdem könnt ihr euch hier sogar Lösungstipps anzeigen lassen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, das klingt alles sehr simpel, aber die Entwickler machen sehr viel aus diesen relativ begrenzten Mitteln und so gibt es sehr, sehr, sehr viel Abwechslung. An Umfang wird euch daher auch einiges geboten. Es gibt ganze 15 verschiedene Welten mit jeweils einigen Leveln. Euer Fortschritt wird dabei per Passwortsystem nach jedem Level gespeichert. Auf der technischen Seite präsentiert sich das Spiel durchweg charmant. Die Animationen sind liebevoll und die Charaktere passen prima in die Welt, während die Musik munter euch auf eurer Reise begleitet. Was taugt Adventures of Lulu für den Game Boy heute noch? Ich hatte viel Spaß mit dem Spiel und würde hier definitiv eine Empfehlung für alle Puzzle-Freunde aussprechen. Hier werdet ihr sehr viel, sehr lange Spaß haben. Wenn ihr euch hier einmal reingefuchst habt, werdet ihr wirklich reingezogen und dieses Gefühl, ein Level noch, das bekommt ihr sehr, sehr schnell. Das war der Test zu Adventures of Lulu für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.